jetzt von mir auch noch einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Wir haben heute Sonntag, der 3. Jänner und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Wir definitiv schon, wir sind schlafen gegangen, wir haben jetzt nicht so gefeiert, weil wir eben noch nicht raus durften, also die Kinder. Genau, ich war auch am 1. schon arbeiten. Ich muss weggehen, da ist die Waschmaschine aufgedreht. So, am 1. war ich schon arbeiten. Ich setze mich wieder daher, dann kann ich mich besser sehen. Am 1. war ich wieder arbeiten. Da bin ich. Ja, der Milli habe ich auch schon die Haare gemacht. Gell? Und ja, gestern waren wir schon draußen bei meinen Eltern. Die haben für uns eine kleine... Wir waren noch bei Benni. Ja, wir waren gestern noch einkaufen. Ja, auf jeden Fall sind wir gestern dann noch zu meinen Eltern gefahren am Nachmittag, weil die Kinder eben, ich glaube, seit über 4 Wochen nicht gesehen haben. Vielleicht immer wieder ganz kurz nur, aber das war jetzt nicht so ein Treffen. Auf jeden Fall haben die für uns eine kleine Überraschung gemacht. Die haben belegte Brötchen gemacht. Richtig schön. Wir waren 4 Stunden bei ihnen. Also echt schön. Eine kleine Disco haben wir gemacht im Keller, also nur Musik aufgedreht und die Kinder haben getanzt. Ja, ja, war recht schön gestern. Auf jeden Fall, ja, habe ich gestern eben nicht gevloggt gehabt, weil ich einfach die Zeit nutzen wollte, einmal ohne Kamera, einfach raus, einfach genießen, einfach... Ja, wie gesagt, mit der Milli bin ich gestern auch noch einkaufen gewesen. Ja, und heute möchte ich auch wieder raus. Am Nachmittag. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall hatte ich am 1. meinen ersten Dienst und jetzt habe ich wieder da 3 Tage frei. Ja. Genau, Milli ist zwar noch im Pyjama, aber die Haare sitzen. Wir haben auch ein Öl reingegeben. Und ich fange wieder langsam an zum Riechen. Also es ist teilweise so, dass ich ein bisschen rieche ich wieder was, ja. Manchmal rieche ich gar nichts. Da ist noch so, okay, ich rieche nichts. Und dann kommen wieder so Momente, wo diese, ich weiß nicht, du riechst, ja, wo diese intensiven Düfte kommen. Ja, zum Beispiel spezielles Essen jetzt, zum Beispiel Händel habe ich sofort gerochen. Oder Parfum, das sind halt diese kurzen Momente. So, meine Lieben, ein Weilchen ist vergangen und wir werden uns jetzt anziehen. Und ich gehe mit den Kindern raus und ich treffe mich mit meiner Schwester und wir gehen zusammen spazieren. Ja, jetzt muss ich mich noch umziehen und dann gehen wir raus, dann gehen wir spazieren. Ja. Ich zieh mich mal um. Was? Let's go. Es ist ganz warm, 5 Grad. Jetzt gehen wir. Dann gehen wir noch im Wald. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause und es war richtig schön und angenehm. Ich habe leider nicht so viel vloggen können, aber ich habe hier noch ein cooles Buch und zwar vom Spar, das ist die Germania und das ist von, also rund um Österreich, Schnitzeljagd durch Österreich und wir kaufen öfters so die Germania, also es kommt immer drauf an, was es halt ist. Genau. Und ich habe beim letzten Einkauf 3 so Stickers bekommen und eine andere Dame hat uns die noch gegeben und dann habe ich mir gedacht, egal, ich kaufe jetzt noch 10 Stück dazu. 10 Stück? Ja, eine Packung kostet 50 Cent. Was?
Und die grünen sind eben gratis, wenn du einkaufen gehst. Genau, und die machen wir jetzt. Wir machen sie jetzt dann auf und dann kleben wir sie ein. Und ja, dann wandern wir durch Österreich. Ja. Ja, na dann fangen wir mal an. Knutschmaus, wirklich. Hallo. Knutsch, knutsch, knutschmaus. So, dann machen wir schon auf. Luca, magst du auch aufmachen? Und beim Spar gibt es jetzt auch so Kartenspiele, und zwar Mama, dann gibt es so, was gibt es denn noch, das steht da jetzt gar nicht drauf, aber es gibt so eins mit einem Österreich-Quiz, eben das mit Mama, dann gibt es Aquabett und noch irgendwas, und wir haben jetzt Mama gekauft, weil das können die Kinder ganz gut, und dann geht es halt auch um Österreich-Mama. Und sind fertig. So sieht man mich besser. Genau, wir machen jetzt ein Abendessen. Und zwar gibt es heute Pommes mit Berner-Würstel. Und ja, ich muss morgen wieder arbeiten. Das heißt, wir werden den Abend heute ruhig veranstalten. Ich werde mir am Abend die Eiskönigin 2 anschauen. Weil den habe ich noch nicht angeschaut und den werde ich mir heute anschauen. Genau. Also einen ruhigen Abend. Auf jeden Fall beende ich hier meinen Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder um 18 Uhr. Tschüss.